Hallo Leute, heute gibt es wieder ein ganz spezielles Video und zwar geht es um das vor kurzem hochgeladene Video Let's Play Tekken Real Life. Und wir wollen euch jetzt einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen geben und euch natürlich nicht die Outtakes vorenthalten. Davon sind ziemlich viele entstanden. Und dann geht's jetzt auch schon los. Als erstes geht's um das Battle zwischen Anna, also MC Kothaufen und dem Ghetto Girl. Das war das erste Video, was wir gedreht haben. Ja, am Anfang haben die beiden sich gar nicht berührt. Das sah auch sehr realistisch aus, mit so einem Abstand dazwischen. Wie soll ich das? Ihr müsstet euch schon berühren, weil sonst sieht es ein bisschen... Ich soll erst rumspielen. Anna Martha, das war übrigens das Ghetto Girl, die hat vor allem mit ihrer äußerst realistischen Schauspielkunst überzeugt. Und zwar hat sie auf verschiedene Tritte und Schläge viel zu spät reagiert, was dann auch dementsprechend aussah. Also so die ersten Videos gingen eigentlich gar nicht. Du musst dann zu Boden fallen. Nee, du bist aus dem Bild raus. Wie realistisch. Mach das doch besser! Oh Mann, Josef, ey. Ja, Anna Martha hat übrigens öfter mal ein paar Fehler gemacht. Also wir haben hier so einen kleinen Zettel vorbereitet. Eigentlich ist fast überall Anna Martha drauf. Also als wir das finale Video, sag ich jetzt mal, im Kasten hatten, auf diesem steinigen Untergrund, wurde Anna Martha zum Ende dann auch noch wirklich getreten und hat dann natürlich ein riesen Spektakel draus gemacht. Sie hat so getan, als wäre ihr das Bein abgefallen und lag da... Los, jetzt tritt! Aua! Tritt! Entschuldigung! Oh Mann, jetzt können wir wieder nicht nehmen. Ja, und man beachte vor allem ihren ganz traurigen und herzergreifenden Blick. Ja, und auch am Ende waren Anna Marthas Reaktionsfähigkeiten eigentlich einem Stein sehr ähnlich. Als erstes hat sie ja gar nicht auf die Tritte reagiert, lag sie einfach nur so da. Und dann, als ich dann mal gesagt habe, hier Anna, beweg dich doch mal, sah es nicht wirklich aus wie ein Mensch. Los. Ja, Anna, beweg dich mal. So. Und jetzt stirb. Als zweites hatten wir dann das Battle zwischen Celina und mir. Eigentlich verlief das alles ziemlich gut. Wir hatten leider vergessen, das Mikrofon anzuschalten. Auf jeden Fall hat Celina am Ende des Kampfes dann mit ihren zwei Gurken in der Hand mich gefragt, ob sie mich damit jetzt abwerfen kann, warum auch immer. Und ich habe richtig getroffen, mit so einem langen Gurkenstück, so richtig auf den Oberkörper und bam. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Battle, und zwar war das schon das Endgegner-Battle zwischen Nadine the Brain und MC Kothaufen. Und hier ist uns das erste Mal aufgefallen, dass ich ziemlich oft die Anweisung gegeben habe zum Schwingen. Ihr müsst jetzt schwingen, gell? Ready? Oh Mann, ich wollte gerade Fight sagen. Also, los, schwingt. Schwingen. 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 Und schwingen. Ja, nach 4 versauten Takes haben wir dann auch mal gehofft, dass der 5. nun endlich mal was wird. Aber leider hat Nicoles Ausrutscher dafür gesorgt, dass auch das 5. Take zerstört wurde, sozusagen. Dieses Lachen. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht gewusst, dass man so lachen kann. Und dann beim finalen Abwurf mit Bio-Lebensmitteln hat Nicole dann auf einmal die Fähigkeit entwickelt, Bananen abzuwehren. Und als ob das nicht genug wäre, konnte sie auf einmal wieder aufstehen, obwohl sie eigentlich schon tot war. Los, weiter! Hey, warum stehst du wieder auf, Nicole? Du bist jetzt am Boden. Aber ich bin jetzt erledigt. Wir hatten auch eigentlich noch eine andere Endszene vorgesehen, aber auch hier ist Nicole auf unerklärliche Weise wieder zum Leben erwacht und musste dann auf einmal über sich selber lachen. Deswegen konnten wir die Szene auch nicht nehmen.
jetzt kommen wir zum letzten Battle. Und zwar haben wir als letztes nochmal den Kampf zwischen Anna und Anna aufgenommen, weil das einfach auf dem Steingrund zu unrealistisch aussah. Und ja, diesmal haben wir es auf dem Rasen gedreht, weil man da einfach leichter hinfallen kann. Schwingen! 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 Ready! Nein, erstmal schwingen. Schwingen! Läuft die Kamera! Ja. Ready! Jetzt müssen wir nochmal schwingen. Schwingen! Was machst du denn? Du sollst immer schwingen! Okay, ab jetzt schwingen. 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 Schwingen! Schwingen! Auf jeden Fall ist auch hier Anna Martha wieder sehr aufgefallen. Denn zwischendurch hat sie mal komplett ihre Rolle vergessen und total sinnlos in der Luft rumgewirbelt. Ja, und dreht sich einfach aus unerklärlichen Gründen im Video um und macht so pschiu. Und man denkt sich, hä? Was machst du denn? Wollt ihr mal drüber hier? Anna, das geht. Das Schönste war sowieso, dass Anna Martha immer total realistisch wirkende Kampflaute mit selbst eingefügt hat. Außerdem ist es ziemlich schwer, einer Person Anweisungen zu geben, wenn beide denselben Namen haben. Und jetzt erstmal ein bisschen mehr mit den Händen, Anna. Ich meine Anna-Maria. Anna-Martha hat ihre Anweisungen eigentlich auch nie wirklich befolgt und immer so gut wie möglich ignoriert. Ja, dann deine Kampfhaltung. Oh. So, und als letztes kommen wir dann zu Celinas Kampfhaltung, die eigentlich nur so 5 Sekunden dauern sollte, aber ja, das Rohmaterial, was wir dazu haben, geht ungefähr 10 Minuten, weil Celina einfach nicht auf die Reihe bekommen hat. Sie sollte einfach nur ins Bild springen und eine simple Kampfhaltung einnehmen, was sich dann aber als äußerst schwierig erwiesen hat. So simpel war das auch gar nicht. Und los! Ich muss nur überlegen. Es nimmt aber schon auf. Du hast dir extra eine Markierung gemacht. Ich bin zu weit gesprungen. Nee, länger, länger. Du musst dann länger so stehen bleiben. Nein, dein Fuß ist raus. Mann, das kann ja nicht so schwer sein. Dein Fuß ist noch weiter raus. Du musst weiter in die Mitte. Leck mich doch einfach ab. So Leute, das war's auch schon wieder mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt jetzt mal hinter die Kulissen gucken können. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Montag wieder, würde ich sagen. Oder auch nicht.